Ich werde jetzt gerade ein bisschen emotional. Entschuldigung. Ich wohne aktuell wirklich wieder bei meinen Eltern. Ich bin dort wieder eingezogen, weil ich hier nichts finde, weil ich mir nichts leisten kann. Mit 35 zieht Pilar Dieminger wieder in ihr altes Zimmer. Später zeigt sie uns, wie Wohnungsnot aussehen kann. Nirgendwo sind die Mieten so hoch wie hier in München. Aber wieso eigentlich? Welche Rolle spielt die Ampelkoalition dabei? Und wie könnten Supermärkte helfen? München ist seit Jahrzehnten die Hauptstadt des Luxus und das hat Folgen. 2200 Euro warm für eine 1,5 Zimmer in München ist jetzt nichts Neues, ist keine Herausforderung. Die findet man. Also für die Bewohner von München, die wenig Einkommen haben, gibt es keine finanzierbaren Wohnungen. Das ist nun mal so. Viele von denen sind da noch so nahe der Verzweiflung. Es ist halt allgemein schlimm und ich glaube, jeder weiß, wie die Lage ist. In den vergangenen Jahren klettert die Kaltmiete für eine sanierte oder eine Neubauwohnung auf durchschnittlich 22 Euro pro Quadratmeter. Eigentlich war die Stadt einmal stolz auf die Münchner Mischung, also ein Mix der Gesellschaft, unabhängig vom Geldbeutel. Die Münchner Mischung meint aber auch die Ökonomie. Es gibt einen ganz starken Sektor von Technologieunternehmen. Apple, Google ist da, Amazon ist da, Meta ist da und so weiter. Und die sind alle da, weil wir auch ganz tolle Universitäten haben, weil wir tolle Forschungseinrichtungen haben. Und das zieht, wenn das funktioniert, über die Jahrzehnte, so tut es, zieht es natürlich viele Menschen an. Die Preise treffen alle in der Stadt. Aber nicht in derselben Härte. Am schwierigsten ist es für die Alleinerziehenden und für die Seniorinnen und Senioren. Und dann haben Sie zum Beispiel eine ältere Dame, die 700 Euro Rente hat und in einer Wohnung wohnt, die gerade noch so mit allen Abstrichen für sie finanzierbar ist und bekommt dann eine Erhöhung. Wir schauen uns das ehemalige Arbeiterviertel Giesing an. Die Gegend galt vor ein paar Jahren als vergleichsweise günstig. Inzwischen spitzt sich auch hier die Mietlage zu. Überall ragt grauer Beton aus dem Boden. Mehr Wohnraum für mehr Menschen. Aber wer kann das eigentlich bezahlen? Wir fragen ein paar Leute vor Ort und landen bei Pilar. Können wir dich was fragen? Hi, ich bin Julian. Wer ist du? Ich komme von hier. Ich war 3 Jahre in Hamburg und bin wieder hierher zurück. Warum bist du wieder hergezogen? Tatsächlich wegen der Familie, also wegen meinen Eltern. Das sind nur meine Mama und mein Papa. Und ja, und auch, ich bin hier verwurzelt, ich muss es wirklich sagen. Pilar ist 35 Jahre alt und arbeitet als Kommunikationsdesignerin und IT-Beraterin für SeniorInnen. Gerade in Giesing verändert sich ja, glaube ich, viel, also auch hier in der Ecke. Ja, sehr. Wie nimmst du das wahr? Wie verändert sich Giesing? Ich werde jetzt gerade ein bisschen emotional, Entschuldigung. Das ist was. Ich frage mich echt irgendwie gerade, wie du das geschafft hast. Aber es wird halt sehr viel teurer. Ja? Also es ist so, ich wohne hier, direkt dort und ich bin dort auch aufgewachsen. Und wenn du jetzt sagst, es ist schwer hier was zu finden, also was suchst du denn und mit was bist du so konfrontiert bei deiner Also ich bin einfach damit konfrontiert, dass ich eine selbstständige Frau bin und nicht sehr viel verdiene und natürlich dann deswegen oft abgelehnt werde. Und ich befürchte halt einfach auch, dass das sehr konventionelle Strukturen hat. Sprich, dass Vermieter denken könnte, ich könnte heiraten und Kinder bekommen und deswegen wieder schnell raus sein. Ich habe keinen Mann, der mich vielleicht irgendwie absichern könnte, um die Miete länger selber zu bezahlen. Und wahrscheinlich hat es auch damit was zu tun, dass ich noch nicht sehr lange selbstständig bin. Heute wird sie sich noch überwinden und uns zeigen, wie sie momentan lebt. Aber wieso bekommt das reiche München das Problem nicht in den Griff? Die Stadt investiert mehr als 2 Milliarden Euro in Projekte wie Sozialwohnungen und Wohnförderungen. Schon eine kleine Familie mit einem Jahresbrutto von 80.000 Euro kommt dafür in Frage. Die Stadtbaurätin sagt, das liegt am teuren Boden, auf dem die Münchner Immobilien stehen. Selbst wenn jemand jetzt nicht aktiv spekuliert, sondern über ein Grundstück verfügt, ist es einfach nach 20 Jahren das Zigfache wert. Und diese enorme Wertsteigerung können wir kaum mit Fördermitteln oder München-Modell und anderen Instrumenten reduzieren. Bislang zahlen EigentümerInnen Grundsteuer für ihr Grundstück. Je mehr Wohnfläche, desto höher die Steuer. Leere oder wenig bebaute Flächen bleiben dadurch günstiger. Sehr viel wirksamer wäre es eben eine
Bodenwertsteuer einzuführen, also die Zunahme dieses Bodenpreises über die Steuer abzufangen. Und das bedeutet, dass jeder, der Eigentum hat, Quadratmeter Bodeneigentum und mehr Steuern zahlt, weil der Preis dann jedes Jahr über den Verkehrswert zunimmt, dass er sich sagt, wenn der so zunimmt, muss ich vielleicht effizienter damit umgehen. Heißt, wenn mehr Wohnungen auf dem Grundstück stehen, haben die EigentümerInnen auch mehr Einnahmen, um die neue Steuer zu begleichen. Die Ampel will die Steuer aber nicht einführen. Laut dem Bundesbauministerium seien viele Kredite mit Grundstücken verbunden und die Steuer zu aufwendig. Aber wo soll dann der Wohnraum her? Über die Nachverdichtung von Gewerbeimmobilien, glauben Fachleute. Sprich, Wohnungen über Büros und Supermärkten. Aber die Preise wachsen schon längst über die Stadtgrenze hinaus. Und dort liegt auch ein Teil der Lösung. Wir haben nämlich einfach eine ganz konzentrierte, man nennt das monozentrische Verkehrserschließung. Alle Verkehrswege, insbesondere auch des ÖPNV, gehen auf diese Kernstadt München zu. Und wir haben keine Ringerschließung, keine Ringbahnen, die eigentlich so ein bisschen die Preisanstiege in den Wohnkosten, in den Bodenpreisen dämpfen könnten, weil man dann zwar weiter draußen wohnen kann, aber doch sehr schnell erreichbar in den wichtigen Arbeitsplatzgebieten und Einkaufen, Kultur und so weiter sein könnte. Nur was, wenn die Leute in ihrem Viertel bleiben wollen? Pilar führt uns in die Wohnung ihrer Eltern, dort, wo sie in ihrem alten Zimmer lebt und arbeitet, auf 9 Quadratmetern. Suchst du jetzt gerade aktiv noch nach Sachen hier in der Gegend gerade, oder? Es ist mal aktiver, mal ist es weniger aktiv. Das kommt auch so ein bisschen drauf an, wie frustriert man gerade ist. Mhm. Weil es ist natürlich auch nicht immer wieder schön, immer wieder neu auf die Suche gehen zu müssen und dann auch immer wieder diese Ablehnungen zu erfahren. Und das macht schon auch viel mit einem. Man weiß ja auch einfach zum Beispiel. Sie hat sich heute beim Dreh spontan entschieden, uns das alles von ihr zu zeigen. Erzählt man das, dass man mit 35 wieder zu Hause bei den Eltern eingezogen ist? Und gerade bin ich so weit, dass ich sage, ja, natürlich erzähle ich das. Denn es soll ja auch einfach zeigen, wie prekär aktuell die Situation in einer Gesellschaft sein kann. Wie schwierig es ist, obwohl man eigentlich arbeitet und Geld verdient, trotz alledem nicht in dem Viertel, in dem man gerne leben möchte, eine Wohnung findet. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch das. Und das hat auch ein wenig Überwindung gekostet, aber es ist so. Günstig werden Städte wie München wahrscheinlich nie sein. Aber vielleicht ja wenigstens bezahlbar für diejenigen, die ihr ganzes Leben dort verbracht haben.